Ja, Trax, schon wieder ein neuer Schultag. Und schon wieder ohne Kinder. Na ja, Trax, so schlimm ist es ja doch nicht. Zu Hause, vor den Bildschirmen, sprich vor dem Computer oder am Handy, sitzen sie ja doch und sehen uns. Aber wir sehen sie nicht. Trax, dagegen können wir zwei jetzt auch nichts unternehmen. Also schauen wir lieber, dass wir den Kindern auch für heute wieder die wichtigsten Dinge erklären. Okay? Okay. Auch am Dienstag wollen wir mit Mathematik beginnen, und zwar im Erarbeitungsteil, Seite 103. Und es geht los mit der nächsten Malreihe. Das ist jetzt eine ganz tolle, nämlich die 7er. Wie viele Tage habt ihr in einer Woche? 7! Ja, Trax, du hast schon wieder rausgerufen. Also eine Woche hat 7 Tage, du siehst das hier auf diesem Kalender. Das ist jetzt gerade nicht unser März, aber egal. 7 Tage. 2 mal 7 Tage sind daher, 14. Nochmal 7 dazu, 14 plus 7, 21. Das Prinzip kennst du jetzt schon von gestern von der 9er Reihe. Also hier einfach immer plus 7 und dann schreiben wir uns auch drunter, 1 mal 7, 2 mal 7, das ist dann natürlich 3 mal 7, hier wird dann 4 mal 7 kommen und so weiter. Natürlich fehlt noch das Ergebnis. Hier haben wir ebenso wie bei der 9er Reihe ähnlich, haben wir hier Plus oder Minus? Schau genau, 10 und 1, wenn du auf das Ergebnis 9 kommen willst, ist das 10 plus 1? Nein, das ist jetzt wirklich 10 minus 1, also müssen wir hier auch Minus rechnen. Und 9 mal 7 ist daher 70 minus 7 und das ist, perfekt, 63. 2 mal 7 plus 1 mal, was haben wir denn hier? Plus oder Minus? Ah, sieh da, hier wird wieder Plus gerechnet. 2 mal 7 ist, gut, habe ich gehört. 1 mal 7 weiß mittlerweile jedes Kind und jeder Rabe. Hey Trax, du sollst nicht immer zwischenquatschen, das tun eh die Kinder sonst auch immer. Also, 14 plus 7 haben wir die 21. Hier darfst du diesmal selber nachdenken, wie du dir leichter tust. Aber ein kleiner Tipp, hier würde ich eine Plusaufgabe nehmen. Hier vielleicht eine Minus. Und hier überlegt ihr es. Auch das hier ist klar, eine Inaufgabe. Wie oft passt 7 in 14 hinein? 7 in 14 ist 2 mal. 2 mal 7 ist 14. So überprüfst du es dann noch immer, ob es stimmt. Immer die Malaufgabe rechnen, bitte. Schaffst du alleine, hoffentlich. Tauschaufgabe kennen wir auch schon. Statt 7 mal 4 kann man auch 4 mal 7 sagen, statt 7 mal 5 kann man 5 mal 7 sagen und so weiter. Teilungsaufgaben solltest du schaffen, aber jetzt. 2 Wochen haben wie viele Tage? Eine Woche hat 7 Tage. 2 Wochen haben 7 plus 7 oder 2 mal 7 und das ist 14. Wie viele Wochen haben denn dann 21 Tage? Also wie oft passt 7 in 21 hinein? Ich hab's gehört, gut. Ja, da darfst du überlegen, welche Zahl gehört zur 8er und 7er Reihe? Denk nach, was fällt dir ein? Und hier ebenfalls. Das ist für die Schlaufüchse. Oder Schlauraben. Ah, Trax, schon wieder dazwischen gequatscht. Auch am Dienstag bleibt uns das Arbeitsheft nicht erspart. Seite 68. Es sind ähnliche Aufgaben wie im Erarbeitungsteil.
Da brauche ich dir, glaube ich, nichts erklären. Verbinden haben wir auch gestern schon gehabt. 0 mal 7 ist 0. 1 mal 7 ist, gut so, habe ich gehört, 7. Aber wo ist der 7er jetzt? Hier, sagen einige, oh oh, da wären ja 10 zu viele. 7 ist vor 10, wie viel vor 10? Wie viele Schritte zurück? Sehr gut, 3 Schritte zurück. Ja? So, und weiter verbinden. 2 mal 7, gut, habe ich gehört, 14, wer war das? Ja, ja, jetzt habe ich dich erkannt. Wo ist 14? Zwischen 10 und 20, sehr gut, aber wo genau? Ist das 14? Nein, das ist die Mitte zwischen 10 und 20, das wäre 15. Trags, lass die Kinder denken. Also, 14 ist eines weniger als 15, daher verbinden wir hier und so weiter. 7er Reihe hier wieder mit Insätzchen, 7 in 14. Wie oft? Zweimal, gut. Und so weiter. Und hier haben wir umkehren wieder. Wie oft passt, wie viel Mal muss ich 7 nehmen, dass ich ein Ergebnis bekomme? 9 mal 7 ist 63 und deswegen ist auch 63 durch 7, 9. Hier eine Maltabelle statt einer Malpyramide funktioniert so. 5 mal 2 ist, okay, habe ich auch schon gehört. 5 mal 4 ist 20. Danke, Trax. Diesmal hast du den Kindern wenigstens ein bisschen Zeit zum Mitdenken gegeben. Und so weiter. Dann hier 10 mal 2 ist, richtig, auch 20. Komischerweise ist das das Gleiche. Wird uns vielleicht mal auffallen. 10 mal 4 ist, auch gut, jawohl. Ausfüllen und du wirst merken, manche Zahlen tauchen doppelt auf. Diese hier geht mit 3er und 6er und 9er und 3, 6, 8. Also einfach dann, hier haben wir jetzt für die Profis. 9 mal 9, das geht, das können wir noch rechnen. Ja? Aber wie wissen wir, was daher muss? Ganz einfach, wir rechnen. 7 mal wie viel ist 42? Wer hat's? Welches Malsätzchen von 7 ergibt 42? 5 mal 7? Nein, Kinder, 5 mal 7 ist 35. Aha, 6 mal 7. Damit haben wir diese Zahl. Wie finden wir diese? Wie viel mal 3 ist 12? Ja, das war leicht, nicht? 4 mal 3 ist 12. Und jetzt kannst du sogar diese ganz lösen. Hier macht er wieder nur dieses, das machen wir dann mal gemeinsam. 0 mal 7, also einfach die Ergebnisse eintragen. Ja, liebe Kinder, heute nur eine Seite aus dem Sprachbuch. Dafür kommt dann was vom Lese- und Lernprofi dazu. Und es ist heute ganz viel Lesen. Diese Geschichte gut lesen, so dass du verstehst, was drinnen passiert ist, und dann die Fragen beantworten. Du kannst das hier mit ein, zwei Wörtern hinschreiben. Wie viele Kinder hat Tante Eva? Da wird natürlich irgendeine Zahl hinkommen. Die solltest du nach dem Lesen des Textes wissen. Ja, damit sind wir schon beim versprochenen Lese- und Lernprofi. Seite 59. Zunächst einmal gibt es hier ein Märchen. Aber es ist nicht nur eines, sondern es sind zwei. Und zwar sind die sogar ein bisschen durcheinander gekommen. Das steht hier bei der Aufgabe A2 schon. Also, und du kennst beide Märchen, keine Sorge. Nämlich Hänsel und Gretel und, ach, jetzt habe ich schon wieder was verraten. Bitte unterstreiche mit rotem und blauem Buntstift jeweils die Sätze, die zu einem Märchen gehören. Zum Beispiel alle Sätze vom Rotkäppchen in Rot und alle Sätze von Hänsel und Gretel in Blau. Dann gehst du weiter auf Seite 60 und überprüfst, ob die Sätze richtig sind.
dann sollst du hier schauen, welche Personen zu Rotkäppchen und welche zu Hänsel und Gretel gehören. Dann sollst du die beiden Märchen jetzt dann nur mehr einzeln lesen, das heißt alle blau unterstrichenen Sätze und alle rot unterstrichenen. Und das Ganze bitte laut, am besten lies es deiner kleinen Schwester, deinem kleinen Bruder oder der Mama oder dem Papa einfach vor. Da sollst du lesen, ganz einfach. Hier überlege bitte, welche Wörter passen nicht zum Wald. Es sind ein paar versteckt. Auf der Seite 61 gibt es hier mal ein Wort, das gar nicht zu Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel passt. Und die nächsten Fragen auch beantworten, richtig ankreuzen. Und auf Seite 62 hast du ein Wortgitter und da findest du ganz viele Wörter, nämlich 19, die immer wieder in Märchen vorkommen. Achtung, das Wort Auto, wenn es hier irgendwo wäre, passt nicht. Hä? Wieso schaut ihr so verdattert, Kinder? Ah! Hey, was ist das? Ein Tiger! Komisch, einen Tiger mit einem Schnabel habe ich jetzt aber mal noch nie gesehen. Bin ja auch ich. Das habe ich mir eh gedacht. Also ihr seht schon, Kinder, der Trax hat wie immer nichts als Unsinn im Sinn. Na klar.